Sehr geehrter Herr Bischof, geschätzter Kollege Ugo Rossi, lieber Arno Kompatscher, werte Ehrengäste, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass dieses Zusammentreffen heute möglich ist, wo auch die beiden Regierungschefs von Österreich und Italien dabei sein werden, dass wir über die Rolle der drei Länder im Herzen Europas diskutieren können. Und diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit im historischen Tirol hat schon eine lange Tradition. Schon vor 1000 Jahren hat man sich zusammengeschlossen, wirtschaftlich und politisch, um einfach die gemeinsamen Herausforderungen bewältigen zu können. Und vor gut 40 Jahren wurde damals Arge Alp gegründet. Da waren Maniago und Wallnöfer jene, die damals schon erkannt haben, dass eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit sehr wesentlich ist, um die gemeinsamen Herausforderungen bewältigen zu können. Dass die verschiedensten Maßnahmen harmonisiert werden im Bereich des Natur- und Umweltschutzes, im Bereich der Landwirtschaft und dergleichen mehr. Und damals hieß es, es ist eine Revolution der Provinzen. Denn die grenzüberschreitende Zusammenarbeit vor 40 Jahren war keine Selbstverständlichkeit. Aber Maniago und Wallnöfer haben dazu mal schon erkannt, dass das die Zukunftsperspektive ist. Und im Bereich Arge Alp arbeiten wir derzeit immer noch sehr wesentlich und gut zusammen. Und es hat sich mittlerweile sehr viel getan. Wir sind Mitglieder der Europäischen Union. Die Grenzen sind gefallen. Wir haben die gemeinsame Werte. Und im Jahre 2011 haben wir ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ein neues Kapitel im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit über den Verbund, über den Europäischen Verbund der territorialen Zusammenarbeit, EURECO, zwischen Trentino, Südtirol und dem Bundesland Tirol. Und eines ist klar, wir haben gemeinsam die Herausforderungen zu bewältigen in den verschiedenen Themenbereichen. Die Präsidenten wechseln sich alle 2 Jahre ab. Unser erster Präsident des EVTZ war Luis Thunwalder, der heute ebenfalls anwesend ist und der geschaut hat, dass hier sozusagen Schwung in diese Europaregion Tirol hineinkommt. Und es gibt natürlich viele Befürworter, auch die Landtage, insbesondere Herwig van Staar, der in den Regionen Europas eine ganz maßgebliche Rolle spielt. So haben wir es geschafft, diese Europaregion Tirol gut aufzustellen. Und wir haben viele Projekte, ich bin derzeit Präsident, wir haben viele Projekte, die wir umsetzen. Im Bereich Schüleraustausch, das Erlernen der deutschen bzw. italienischen Sprache, aber auch im Bereich Wissenschaft, Forschung, Innovation. Wir haben einen neuen Wissenschaftsfonds gegründet, wo wir junge Forscherinnen und Forscher ermuntern, dass sie uns neue Vorschläge bringen für die Europaregion Tirol. Das Naturgefahrenmanagement. Naturgefahren, wir leben in einem schönen Land, wenn wir dieses schöne Stück Erde hier sehen. Aber es ist immer wieder mit Naturgefahren verbunden. Und es ist natürlich nur selbstverständlich, dass wir hier gemeinsam uns auch zusammentun, zusammenarbeiten, um diese Situation ebenfalls zu verbessern. Natürlich auch viele Kulturveranstaltungen und ein Thema ist natürlich auch der Verkehr. Derzeit, und wir gehen wieder einen Schritt weiter, derzeit arbeiten wir an einer Alpenstrategie. Das ist die Makroregion Alpen, weil wir vereinbart haben, dass wir nicht nur die Probleme innerhalb der Europaregion Tirol sehen und die Herausforderungen, sondern wir müssen alle Alpenregionen mit einbinden. Es sind letztendlich 46 Regionen und rund 70 Millionen Menschen können wir hier in der Makroregion vertreten. Da hat man natürlich ein gewaltiges Gewicht. Wir leben in einem schönen Land, aber wenn wir zusammenarbeiten können, wo wir 70 Millionen Menschen vertreten, hat man natürlich auch das notwendige politische Gewicht, um die notwendigen Herausforderungen umsetzen zu können. Und die Lokomotive dieser Makroregion Alpen ist die Europaregion Tirol gemeinsam mit Bayern. Im Dezember 2013, also das letzte Jahr, hat der Europäische Rat dem die Zustimmung erteilt, die Makroregion Alpen, dass eine Alpenstrategie ausgearbeitet wird. Wir sind derzeit mitten im Prozess, gemeinsam mit Kommissar Hahn, wird die Alpenstrategie ausgearbeitet bis zum Sommer des nächsten Jahres, damit wir dann auch die Ergebnisse präsentieren können und die einzelnen Projekte umsetzen können.
Es geht hier einerseits um folgende Themen. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit, es geht um Innovation, Land- und Forstwirtschaft, es geht auch um das Thema Wasser und um Energie, erneuerbare Energie, auch in Verbindung mit Ausbau der Wasserkraft. Denn gerade Europa hat eine riesige Herausforderung zu bewältigen, dass man so gut wie möglich unabhängig wird im Bereich der Energie. Energiefrage ist eine Frage der Zukunft und es geht natürlich auch um die Frage des Verkehrs. Da sind wir in den Alpenregionen stark belastet. Rund 2 Millionen LKWs donnern über den Brenner. Und wir haben es gemeinsam geschafft, in einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Trentino, Südtirol und Tirol, dass der Brennerbasistunnel gebaut wird. Wir werden heute noch mit den Regierungschefs den Bau des Brennerbasistunnels besichtigen. Das ist immens wichtig, damit wir eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger in diesem Bereich zustande bringen. Aber notwendig ist, neben dem Bau des Brennerbasistunnels, dass auch die Zulaufstrecken gebaut werden. Die Zulaufstrecken von Bayern, also München bis Kufstein, und auch die Zulaufstrecke, wo derzeit schon einiges passiert, in Südtirol. Damit wir gleichzeitig bei Fertigstellung des Baus des Brennerbasistunnels im Jahre 2026 auch die Zulaufstrecken fertig haben. Mittelfristig und kurzfristig ist es aber auch notwendig, dass die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden. Dass jetzt schon mehr Güter verlagert werden von der Autobahn auf die Schiene. Und wir haben im Land Tirol das sektorale Fahrverbot beschlossen. Das wird im Herbst 2015 in Kraft treten, wo bestimmte Güter auf die Schiene verlagert werden müssen. Was wir brauchen, ist hier noch mehr Infrastruktur. Was wir brauchen, ist, dass wir eine gute Unterstützung bekommen. Und es trifft sich gut, dass gerade zu diesem Zeitpunkt Herr Bundeskanzler Werner Faymann hier hereinkommt und möchte mich auch bedanken bei ihm für die gesamte Unterstützung, was der Brennerbasistunnel betrifft. Noch erwähnen, dass ich gerade über die Europaregion Tirol berichtet habe, wie weit wir sind, dass wir hier eng zusammenarbeiten, die seit dem Jahre 2011 und viele Projekte umsetzen, dass wir derzeit an der Alpenstrategie arbeiten. Ich möchte mich bedanken, dass der Europäische Rat im Dezember 2013 dem die Zustimmung erteilt hat. Und jetzt die Alpenstrategie bis zum nächsten Jahr ausgearbeitet wird. Ich möchte mich bedanken für die Unterstützung, was den Brennerbasistunnel betrifft, den wir heute noch besichtigen werden. Aber dass natürlich auch die Zulaufstrecken rechtzeitig fertiggestellt werden müssen und dass wir zusätzlich noch Infrastruktur brauchen, damit wir eine effiziente Verlagerung des Verkehrs zustande bringen. Und was natürlich notwendig wäre, eine Erhöhung der Lkw-Maut. Dass die Lkw-Maut auf die Höhe Tirols angehoben wird, damit wir im Korridor zwischen München und Verona die gleiche Lkw-Maut haben, und dann letztendlich die Bevölkerung mit den Gütern nicht mehr so interessant ist, wie das derzeit der Fall ist. Es gibt Beschlüsse in der Europaregion Tirol, dass in diesem Korridor die Lkw-Maut auf das Niveau Tirols angehoben wird. Und wir ersuchen natürlich die Nationalstaaten hier um die dementsprechende Unterstützung. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Ich wünsche eine gute Tagung, tolle Veranstaltung. Aber danke schön.